Rising Eagles versus Neo Japan Plus. Ja, die nächste Mannschaft steht an und zwar haben wir das Item dafür bekommen. Ihr habt es am Anfang schon gesehen, ihr müsst natürlich Neo Japan besiegen, damit ihr das Item Stolz des Kriegers bekommt und damit ihr, ja, das Ticket steht, findet ihr auch zur Not unten in der Beschreibung, falls ihr das nicht versteht, warum auch immer. Ja, dann könnt ihr nämlich gegen diese Mannschaft antreten. Die ist direkt nach Neo Japan und die ist natürlich ein wenig gestärkt, aber nur minimal. Die haben jetzt ein Teamlevel von 24. Die sind jetzt quasi 10 Level, 11 Level gestiegen. Also mehr eigentlich auch nicht. So. Ja. Das Item bekommt ihr halt beim Vorgänger. Ganz easy. Oh, nice, okay. Dann können wir einmal hier Dunkler Phönix einsetzen. So wie bei quasi Asian Spitze. Da braucht ihr ja auch ein Ticket. Bekommt ihr auch für den Vorgänger. Falls ihr noch irgendwelche Probleme habt, welche Tickets, könnt ihr natürlich in der Beschreibung reinschauen. Dort ist alles aufgeschrieben. Zur Not einfach mal, ja. Ja gut, wenn ihr nicht wisst, was für ein Spiel das ist, habe ich das natürlich auch dann im Kettenblitz ebenfalls getan. Da ist die Tour ja schon komplett fertig. Da könnt ihr ebenfalls reinschauen. Falls ihr quasi nicht weiterkommt, guckt am besten immer ein Spiel vorher und quasi meistens ist danach schon auch die Mannschaft dran, die eigentlich dran sein soll. Oh, Taktik. Nehmen wir mal Tanzfalle. Wir gewinnen sogar. So, und ja, ich aktiviere jetzt mal heiße Phase. Kann ich das überhaupt noch? Ich glaube nicht, ne? Nee. Dunkler Phönix ist gerade zu teuer. Verdammt. Na gut, dann wird er nicht reingehen. Ist okay. Ja, ich glaube, ich sollte ihm mal eine Technik beibringen, die er mehrfach einsetzen kann. Das wäre ganz gut. Damit er nicht so ganz nutzlos ist, weil er aktuell nicht wirklich viel Technik, also keine Technik, die etwas weniger kostet. Ich kann ihn ja eine billige geben, weil die werden eh teurer. Wegen der Fähigkeit, die er da hat, TP Plus oder nee, Technik Plus. Da steigern sich ja die TP-Kosten. Ich muss mal schauen, was ich da habe. Oder was ich finde. Am besten irgendwas, was Step hat. Ich glaube, Nathan ist ein Windspieler, ne? Da muss ich mal gucken, ob ich eine Windschussattacke habe. Am besten eine, die ich noch nicht habe. Das wäre ganz gut. Und die nicht so viel kostet. Ja, schauen wir mal. Okay, wir haben schon mal 2-0. Das läuft schon mal viel besser als gegen die Nicht-Plus-Variante. In Japan wäre es natürlich Neo Japan Kai. Ist halt die verstärkte Version. Und hier auf Deutsch wurde es halt mit Plus. Oder wie wir das halt aussprechen, Plus in Englisch. Minus und Plus. So. Schon wieder Sprechtalblocker. Von mir aus jetzt. Dann habe ich es hinter mir. Genau. Dann habe ich es hinter mir. So, Eisblockler. Eislaufblock, aka Snow Angel. Meine ich, das müsste Snow Angel gewesen sein. Ich kann mich auch irren. So. Aphrodite.
Ach, okay. Ich dachte, was, das zählt nicht? Aber okay, wir haben trotzdem das Tor bekommen. Witzigerweise. Alter, guckt euch, von wo aus ich geschossen habe, das hat nicht gezählt. Also, ihr wisst, was ich meine. Sehr witzig. Aber er ist trotzdem reingegangen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Plus-Mannschaft schwächer wirkt. Also ist nur mein Empfinden. Irgendwie war gerade die andere Neo-Japan doch ein wenig stärker unterwegs, zumindest in der ersten Halbzeit. Diesmal läuft nicht alles wie geplant. So, komm. Wir aktivieren mal Power Surfer, was soll's. Jetzt rasten wir richtig aus. Was gut ist, weil dieser Abschnitt mit dem Teammädchen Neo Japan und Neo Japan Plus ist ja sehr kurz. Und dann, wenn wir die halt alle auf S-Gang haben, dann können wir schon mal die Truhen öffnen. Und das ist ganz gut. Dann können wir nämlich hier Big Waves, Desert Lion etc. Die dann in doppelt. Ja, in doppelt. Dann geht das ein bisschen schneller vorwärts da. Wenn verstand ich trotzdem noch. Ja, Minimum 3 Wochen, wenn nicht sogar fast 4 Wochen sein, dass wir die Tour trotzdem fertig haben. Oder vielleicht 2 Wochen. Das sind 8 Spiele. Ja, 3 Wochen. 3 Wochen würde ich sagen. 16 Spiele. Passt. So, 4-0 in der Halbzeit. So will man das. Das ist aber nett von dir. So. Diesmal lässt er mich durch. Nein, Ballernte. Ist okay. Von mir aus. So, Spinnennetz. Sehr gut. Cloak, tut mir leid, aber du kriegst den Ball nicht. Ach, kein Abseits. So, göttliche Weisheit. Ich glaube, ich sollte ihm auch nochmal was anderes geben. Ich muss mal schauen, was ich da noch so für Techniken habe. Oder vielleicht kriegen wir ja sogar noch eine Technik. In den Truhen. Ich weiß nicht alles auswendig, was ich in den Truhen bekomme. Ich habe teilweise schon eigentlich alles vergessen. Tor! Weiter so, Leute! So, weiterspielen. Drauf an meine Schüsse, dribbeln, bla bla bla. 5-0. S-Rang ist schon mal so weit da. Jetzt müssen wir da noch die 0 zu 0 halten. Dann können wir direkt beide Truhen natürlich öffnen. So, wie macht ihr das eigentlich, wenn ihr sowas, wenn ihr die Truhen spielt? Öffnet ihr sofort quasi die erste Truhe, weil die ist ja nur dafür da, dass man halt einmal gewinnt in den Mannschaften. Da ist es ja egal, welchen Rang man hat. Aber für die Erstrang-Truhe ist ja logisch, man muss mit allen S-Rang haben. Wartet ihr, so wie ich quasi, ich mache erstmal alle S-Rang und dann öffne ich beide Truhen oder öffnet ihr sofort die Truhen? Weil manchmal sind da gute Items drin, natürlich. Um dann natürlich die Mannschaft dann vielleicht zu verstärken. Wenn da jetzt kein Crap drin ist. Was natürlich auch sein kann. Ausrüstung, die einen nichts mehr bringt. Ja. Eigentlich hätten sie hier in den Truhen natürlich die besten. Also die beste Ausrüstung reinpacken können. Also beste Schuhe etc. und so. Ist zwar halt nur einmal verfügbar. Aber immerhin. So geht's mir. Power Surfer, let's go. Hab ich eigentlich. Ah, sehr gut. Keine Riesen-Priorette. Hab ich hier eigentlich auch Spiele von Exercise? Naja. Schauen wir mal. Weiterspielen.
Zirgling. Wir haben ja noch ein wenig Zeit. Nee, du hast nicht. Oh, doch. Ach doch, du hast ja das Dimensionstor. Du bist ja Dvalin. Nee, stimmt, das konnte er vorher, ne? Genau. Ich hab's ja ganz vergessen, dass Dvalin ja ebenfalls auch eine ein Langschuss hat. Stimmt ja. Nur Spinnnetz habe ich ihm beigebracht. Tor! Weiter so, Leute! Habe ich ja ganz vergessen. Dass er das ja ebenfalls kann. Oh, nice. 8-0. Easy. Null Problemo hier, das Ganze. Wir haben die sogar schneller fertig gemacht als den Vorgänger. Aus irgendeinem Grund. Ja, ich aktiviere Flammentänzer, damit wir auch mal die leveln können. So nach und nach. Ja, und damit ist das Spiel beendet. Sehr gut. Nichts geht über das Gefühl, dass man noch einen Sieg hat. Wir werden wirklich immer stärker und stärker. Oh ja, das stimmt. Das stimmt. So, doppelte Erfahrungspunkte sind natürlich nicht so gut, aber es reicht trotzdem aus, damit zwei Leute was Neues lernen auf 45 und 40. Was haben wir denn hier? Echoball, das ist schon mal sehr interessant von Soundtown. Und hübscher Bengel. Naja, ist okay. Dass das wirklich erst so spät kommt. Naja, gut. Wir haben nichts bekommen, schade, außer halt die zwei Techniken sowie halt die Level-Ups. Das ist natürlich sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, öffnen wir natürlich die zwei Truhen in diesem kleinen Mini-Strang von der Firewheel-Tour. So, da haben wir es geschafft, auch endlich mal die hier auf S-Rang zu bringen. Öffnen wir erstmal die normale Tour, wenn man einfach nur gegen die drei Mannschaften hier gewinnt. Wir bekommen daraus den Sporthallenschlüssel. Sehr nett. Ich denke mal, das packen wir jetzt auch in ein Team, was wir mit den Sporthallenschlüssen machen können. Und im S-Rang bekommen wir Paul Peabody, hat sich dir angeschlossen. Ich glaube, den kann man jetzt holen, oder? Oder ist er direkt im... Ah, nee. Ah, okay, den bekommt man direkt. Okay. Das wäre natürlich ein perfekter How-to-Scout Video. Ja, gut. Haben wir direkt nochmal einen How-to-Scout direkt drin hier, wie man Paul Peabody in so einem Element 3 bekommt. Wow. Okay. Ja. Gut, dann schauen wir mal, was wir in der Sporthalle noch bekommen werden. An der Sporthalle angekommen, und zwar ist es das große Gebäude hier an einer Schlammpfütze. Jetzt können wir die wohl öffnen, da wir jetzt gerade den Schlüssel bekommen haben. Gucken wir mal, was hier zu holen gibt. Da ist eine Truhe. Gibt es hier sonst noch was? Gibt es noch nur eine Truhe? Warte mal, Kamera drehen. Das ist sehr fragwürdig. Es muss doch noch mehr geben, oder? Na egal, öffnen wir erstmal die Truhe hier. Was bekommen wir daraus? Und zwar ein mega stark Armband. Okay, das war's jetzt. Ja, scheint wohl, dass das wohl war. Man bekommt nur ein Megaband-Armband. Und das war's. Ja, gut. Wenn es euch Golfen gefallen hat, wenn ja, lasst es mich wissen. Und wir sehen uns dann im nächsten Spiel wieder. Also, bis dann.